Was geht ab, meine Aussie-Fighter-Saru hier, und heute schauen wir uns an, was LF Gohan drauf haben wird und die Charaktere, die morgen im Banner erscheinen werden. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Richtig gehört, das Parzellbanner des dreijährigen Jubiläums erscheint morgen, 25.06. ab 8 Uhr morgens unsere Zeit, Freunde. Ich wünsche euch jetzt schon mal vorab sehr viel Glück, wenn ihr summon werdet. Heute schauen wir uns die Charaktere an und vor allem stellen wir uns der Frage, ob LF Gohan besser wird als LF Zamas und LF Vierfacher Gogeta und ob er eventuell mit den Zenkai Charakteren, also mit der Zenkai Meta, mithalten könnte. Außen vorweg, das Banner wird folgendermaßen sein: Von den Steps her sollte das genauso sein wie das Banner von Gogeta und Zamas. Der erste Step wird 500 cc einmalig sein und die Rest dann im Prinzip 1000 cc. Mal, wenn man 5 Tickets hat, kann man einen Charakter beschwören. Die Charaktere im Banner sind folgende: Wir haben sehr viele LF-Charaktere mit 0,25% Rates hier an der Stelle. Future Gohan's Comeback gefällt mir auf jeden Fall, das nehme ich dankend an. LF Gohan hat 0,5% als LF, als neuester LF im Banner. Wir haben zwei neue Spartan-Charaktere mit Bojack und Shanks mit 1% Drop Rate. Und wir haben 1, 2, 3, 4 neue EX-Charaktere, Freunde. Also wirklich viele neue Charaktere tatsächlich. Wie gesagt, die Tickets, also die ihr aus dem Banner bekommt, die hellblauen Tickets, sag ich mal, wenn ihr 5 Stück davon habt, könnt ihr einen Spartan-Charakter beschwören, garantiert. Und dabei hat dann Gohan 5% Rates und Gohan und Bojack haben 12,5% Rates. Es wird noch normale Tickets geben, die wird man wahrscheinlich zum Beispiel durch Mission bekommen und so fort. Das ist dann quasi, mit dem beschwörst du einen Spartan-Charakter garantiert auch mit einem Ticket, jedoch sind die Rates normal. Also du hast hier dann im Prinzip 0,5 Rates für Gohan und jeweils 1% für Trunks und Bojack. Jetzt gucken wir uns mal Gohan an. Freunde, Gohan, ganz ehrlich, auf Papier sieht er gestört gut aus. Deswegen bin ich mal sehr drauf gespannt, wie er sich machen wird. Ich habe jetzt mal auf 7 Scheine hier 7 Scheine rot gebracht, Level 5000. Lass uns erstmal die Sets vergleichen mit den zwei neuesten LF-Charakteren, nämlich Zamas und Gogeta. Das heißt, wir switchen mal kurz hier zu seiner Base, also nicht transformiert, hat er folgende Sets. Auf 7 Scheine rot, Level 5000 HP haben wir 2,43. Samas kommt mit 2,44. Gogeta mit 247, okay, hat am wenigsten. Angriff hat 255.000. Blast Attack 238.000. Okay, Samus hat 262. 243, alles klar, da hat er mehr. Und 242 und 251. Ja, gut, Gogeta ist ein defensiver Typus. Das heißt, Gohan nicht dran zu mit, hat schon tatsächlich mehr. Zumindest Schlagangriff als Gogeta. Defense hat er nicht dran zu mit. 161.000, 160.000, also mindestens 160.000 auf beidem. Zamas hat weniger, Gogeta hat mehr, ist auch ein defensiver Typus. Okay, das heißt, ja gut, nicht transformiert, kann Gohan den beiden schon die Stirn bieten. Aber ich flehe euch an, jetzt passt mal auf. Transformiert hat er 263 HP, Millionen HP. Dann hat er also mehr als Zamas und mehr als Gogeta tatsächlich. Angriff, was ist das für ein Schlagangriff? Transformiert 200. 188.000? Was? Der hat immer deutlich mehr als Zamas und Gogeta. Strike Defense 179.000. Einfach mehr als Gogeta. Und Gogeta ist Verteidigungstyp. Gohan ist Schlagangriffstyp. Blast Attack 258.000. Mehr als Zamas, mehr als Gogeta. Blast Defense 179.000. Mehr als Zamas, mehr als Gogeta. Gogeta ist ein Verteidigungstyp. Also rein von den Sets, jetzt mal unabhängig davon, was sie drauf haben. Transformiert, was für Sets? Er hat richtig gute Sets, Transformiert, Freunde. Was hat Gohan aber hier an der Stelle drauf? Jetzt erstmal nicht transformiert. Durch die Main Ability zieht er die blaue Karte als nächstes, heilt Verbündeten deren HP um 20%, bekommt 15% zugefügter Schaden, kann man nicht eliminieren, 15% mehr Schaden auf seine blaue Karte kann man nicht eliminieren und minus 15 Kosten auf seine blaue Karte kann man nicht eliminieren. Ist das dein Ernst? Also bevor du Gohan transformierst, willst du definitiv seine Main Ability raushaben. Kann man nach 10 Zeiteinheiten aktivieren, hört schon mal sehr gut an. Schaut jetzt aber die Uniques an, und zwar transformiert er sich zu Super Saiyan Saigon mit 70% HP, wenn seine HP auf 0 fallen. Also ist ein Revive-Charakter, ein LF-Revive-Charakter. Und er kommt mit 70% HP mit den Stats zurück. Wow. Also allein das hat schon sehr viel zu sagen. Damit kommt er noch folgende Effekte.
Zu Kampfbeginn 50% Key Recovery kann man nicht eliminieren. 25% Damage Reduction kann man nicht eliminieren. Zeit Unique 20% zugefügte Schaden gegen Powerful Opponent. 45% zugefügte Schaden bis hin zur Transformation kann man nicht eliminieren. Und 15% zugefügte Schaden für 15 Zeiteinheiten jedes Mal, wenn dieser Charakter eine Karte nutzt. Das ist schon crazy, Mann. Das würde ich nicht unterschätzen. Das ist zwar nicht transformiert, alles schön und gut. Schlagangriff normal. Fernangriff normal, blaue Karte macht einen Major Explode Damage, tut die Counts der Verbündeten um 2 senken Zeiteinheiten, das ist echt nicht schlecht, also blaue Karte willst du treffen, wenn du das kannst. Grüne Karte, wenn er diese aktiviert, bekommt er 20% zugefügter Schaden für 15 Zeiteinheiten und er bekommt den Buff hier, dass er seine eigenen Counts um 3 senkt für 15 Zeiteinheiten. Was? Das ist echt auch nicht schlecht, Mann. Weil ihr wisst, wenn man die Counts runtersetzen kann, egal in welcher Art und Weise, ist es wirklich gut, weil du den Charakter einfach wieder reinbringen kannst im Prinzip. Oder schneller reinbringen kannst. Er nimmt einen normalen Schlagangriff mit, dann noch eine zusätzliche weitere Schlagangriffskarte, die 10% zugefügten Schaden auf Schlagangriffskarten gibt für 10 Zeiteinheiten. The Ability startet er, dass der Kino Wissen Saga 19% Strike Attack und Strike Defense gibt. Bei sie Fähigkeit 2, also 3 Sterne bekommt ihr dann, oder kommt Hybrid Zane hinzu. Das hier geht natürlich auch auf 24%, ab 6 Sterne 30% für Kinowesen Saga, Hybrid Zane und Sonfam Base Strike Attack und Defense. Und dann am Ende im Prinzip 7 Sterne Rot, 35%. Also Siefähigkeit ist echt nice. Und ich sage euch eine Sache, der Boy in Hybrid Zane und Sonfamily wird krachen wie eh und je. Und jetzt, passt mal auf, das war ihn nicht transformiert. Jetzt transformieren wir ihn. Wir können einfach auch, nachdem man die Main aktiviert hat, einfach in den Riser reinschmeißen zum Beispiel und dann transformierst du ihn einfach. Natürlich ist es besser, wenn man das besser macht mit dem Revive, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, ob so oder so, nach der Transformation kann er durch die Main Ability folgendes machen, die man nach der Transformation nach 10 Zeiteinheiten aktivieren kann. Er bekommt 70 Key. 70 Key ist heavy viel. Dann bekommt er Künstlerkarten Zielgeschwindigkeit eine Stufe ab für 30 Zeiteinheiten, auch sehr geil. Tut alle eigenen Karten auf der Hand zerstören und zieht eine blaue Karte. Okay. Jetzt macht dann die blaue Karte, die nächste blaue Karte, macht mehr Schaden, abhängig davon, wie viele Karten zerstört wurden. Eine Karte 50% Schaden mehr, bei 2 Karten 80%, bei 3 Karten 100%, bei 4 Karten 130% mehr Schaden auf die nächste blaue Karte. Nicht schlecht. Jetzt Unique Ability. Folgende Effekte bekommt er nach der Transformation. 60% zugefügter Schaden kann man nicht eliminieren. Minus 5 auf Strike- und Blast-Kosten kann man nicht eliminieren. Tut Abnormal Conditions ignorieren oder annullieren, nullifizieren, kann man nicht eliminieren. Aufheben im Prinzip, nicht eliminieren. Dann bekommt er noch folgenden Buff. Minus 25% zu Sustain, gegen Sustain-Damage-Cut vom Gegner, also wenn zum Beispiel rein-switch mit einem Sustain-Damage-Cut, dann tut Guan das um minus 25% senken, kann man nicht eliminieren. Jetzt Zeit-Unique macht 20% zugefügten Schaden gegen Powerful Opponent und das ist crazy. Bei Kampfantritt zieht er zufällig eine Karte, wenn er 3 oder weniger Karten hat. Wenn ein Verbündeter besiegt ist, zieht er 2 Karten. Was? Dann bekommt er noch zusätzlich folgenden Buff für jede Künstlerkarte, die er nutzt, sage ich mal. 25% zugefügter Schaden für 25 Zeiteinheiten für jede Künstlerkarte und 15 Key für bis zu 3 Mal. Und wenn man den Charakter auswitcht, tut sich das resetten. Das heißt, im Idealfall willst du gar nicht mal rein switchen. Mit einer vollen, mit, nicht mal voller Hand. Wenn du 3 oder weniger Karten hast, dann ziehst du noch eine. Wenn ein Verbündeter down ist, du hast 2 oder weniger, hast du wieder eine komplette Hand, sag ich mal. Und dann bekommst du, wenn du eine Combo durchführen kannst einfach, dann bekommst du pro Karte, die du einsetzt. Nehmen wir mal, du machst 3 Schlagangriffskarten, bekommst du pro Schlagangriffskarte 25% zugefügter Schaden und bis zu 3-mal jeweils 15 Key. Hä? Und ihr wisst schon, dass er minus 5 auf Strike und Blast hat im Prinzip. Schlagangriff ist normal, Fernangriff ist normal. Jetzt schauen wir uns mal die blaue Karte an. Blaue Karte macht Massive Impact Damage. Und bei Aktivierung gibt es folgende Effekte. Er ignoriert Superdeckungswechsel vom Gegner. Und ignoriert, beziehungsweise besiegt halt Charaktere, die Endurance haben. Und hat Fernangriffspanzerung.
Und jetzt passt man auf, seine grüne Karte ist crazy. Die wussten schon, dass seine grüne Karte crazy ist, weil es ist eine AOE-grüne Karte. Und wenn du das triffst, kannst du Karten anhängen, nämlich Schlag, Fernangriff und blaue Karte. Deswegen haben sie diese grüne Karte nur, sage ich mal, 20 Ki gegeben und 20% zugefügte Schaden für 15 Zeiteinheiten. Aber in Kombo mit seiner Unique hier ist das crazy. Überleg mal, du switch ihn ein, triffst garantiert deine grüne Karte, bekommst nochmal 20 Ki, 20% zugefügte Schaden, kannst in Schlagangriff reingehen, zwei, drei Schlagangriffe oder ein Fernangriff im Prinzip, bekommst halt jeweils bis zu 3x 15 Ki, jeweils 25% zugefügte Schaden und am Ende hängst du noch eine blaue Karte ran. GG, ignoriert Endurance, ignoriert Super Deckenswechsel. Also solche Rescue. Also, keine Ahnung, aber Gohan auf Papier ist crazy gut. Andere Sache ist, vergleich mir den Boy mal mit einem Zenkai, mit Zenkai-Stats, okay? Ist immer, weil die Sache ist ja, okay, Zenkai sind so oder so Meta. Lohnt es überhaupt für mich, für einen LF-Charakter zu sammeln? Pass mal auf. Zenkai, das ist 7 Sterne Rot, Zenkai 7, LF 3 Fragoku. 286.000 Schlagangriff, Gohan hat 288.000 auf 7 Sterne Rot. Klar, das ist jetzt die Sache. Gohan auf 7 Sterne Rot zu ziehen als LF ist halt nicht normal, sag ich mal. Aber er hat im Prinzip eigentlich einfach mehr Schlagangriff, weniger Blast Attack. Defense hatte auch mehr tatsächlich. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, das ist jetzt halt unrealistisch so auf 7 Sterne Rot. Deswegen gucken wir uns mal an, so. Was sagt man mal? 6 Sterne, 6 Sterne. Das ist halt wirklich die Frage, ob er auf 6 Sterne mit Zenkai-Charakteren mithalten kann. Zex Damage Output, Zex sehen, was. Also er wird halt krassen Impact haben, wenn du ihn in eine brutale Combo bringst. Das garantiere ich dir. Mit seinen Uniques und seinen Fort. Utility hat auch crazy wegen dem Revive. Ich denke, Gohan wird mehr Impact haben als Gogeta auf jeden Fall. Bezüglich Meta. Als Samus. Ein Ticken, denke ich, auch mehr. Weil das Ding ist, du wirst ihn auf jeden Fall in Hybrid und Sun Family spielen. Und da wird sich definitiv gut machen. Also ich freue mich sehr auf Gohan, Freunde. Lasst mich wissen, ey. Eure Meinung. Ist Gohan besser als Samus und Gogeta? Und wird er mit der Zenkai-Meta mithalten können? Kommt immer halt drauf an, was wie viele Sterne man ihn hat. So viel zu Gohan. Gucken wir uns mal Bojack ganz kurz an. Bojack, die Sache da, bei dem Boy ist ja, er transformiert sich nach seinem Erweckungsangriff. Also, das ist eine spezielle Karte, das ist die lila Karte. Jedenfalls, Main Ability tut randomly eine Karte zerstören. Dann zieht er seine Awakening-Karte, Galactic Buster, bekommt 20 Ki. Gibt folgenden Effekt, dass er, okay, auch Super Deckungswechsel für 10 Zeiteinheiten ignoriert. Oh, er setzt die Dodge-Leiste des Gegners auf 0 und zerstört alle gegnerischen Special Art Cards. Okay, nicht schlecht nach 10 Zeiteinheiten. Unique Ability macht gegen Super Saiyan 15% mehr Schaden, kann man nicht eliminieren gegen Saiyajin 15% mehr Schaden. Hier bekommt er, solange er sich transformiert bzw. besiegt wird, 20% zugefügte Schaden von verbündeten Kinowesensaga oder Powerful Opponent und 50% zugefügter Schaden und 30% Damage Reduction. Tut, wow, Counts der Verbündeten um 5 senken. Okay, wenn der Gegner einen Rise Rush aktiviert und der Charakter auf dem Feld ist, okay, dann bekommt er noch folgende Attribute oder verteilt Debuffs für den Gegner. Plus 5 Kosten für Schlag- und Fernangriff für 10 Zeiteinheiten, wenn er den Kampf, also bei Kampf antritt. Und bei Deckenswechsel bekommt die an der Stelle 30% Damage Reduction bis Ende der Combo. Und gibt jedem Gegner den Buff, die Buff, sorry, dass er die Sub-Counts um 3 erhöht. Zudem noch 40% zugefügte Schaden für 15 Zeiteinheiten, nachdem der Angriff vorbei ist vom Gegner. Okay, Schlagangriff nicht dran zu mit. What? Bei Aktivierung bekommt er 20% Damage Reduction für 3 Zeiteinheiten. Okay. Bei Schlagangriff, das ist der erste seiner Art, denke ich. Bei Fernangriff genauso. Blaue Karte macht Major Explode Damage, zerstört zufällig 3 Karten des Gegners. Grüne Karte heilt sich um 10% HP, gibt sich 30 Ki und gibt noch hier an der Stelle den Buff, dass er Sustain Damage Card um minus 25% senkt für 10 Zeiteinheiten. Jetzt, das ist die Erweckungskarte, die lila Karte, die er zieht durch seine Main Ability. Wenn du diese triffst, machst du zum einen Schaden, Massive Impact Damage. Macht 150% mehr Schaden für den Awakened Damage für 3 Zeiteinheiten bei Aktivierung
Und dann transformierst du dich in Full Power Bojack, das ist der erste seiner Art. Aber mit dieser Erweckungskarte kannst du den Gegner nicht besiegen. Du kannst ihn nicht besiegen. Falls du mich fragst, warum das so ist, dann denke ich tatsächlich aus dem einfachen Grund, dass es eventuell schwierig zu implementieren ist. Weil du ziehst eine Erweckungskarte und mit dieser Erweckungskarte transformiert sich Bojack. Und wenn dann noch der Gegner besiegt wird, vielleicht, weiß nicht, ist das schwierig zu implementieren, könnte sein. Er nimmt einen Schlagangriff mit, Fernangriff mit an der Stelle. Dann gibt der Powerful Opponent Strike Defense 19%. Dann kommt Kinoversion sagen hinzu, Strike und Blast Defense, also Double Defense im Prinzip. Ab 6 Schäden bekommen noch zusätzliche Charaktere, die zugleich Powerful Opponent und Kinoversion sagen sind 15%. Blast Attack bei 7 Schäden rot sind das im Prinzip 35% Double Defense. Und dann für Powerful Opponent und Kinoversion sagen 18% Fernangriff, die das zugleich sind. Jetzt nach der Transformation, wenn du den Boy transformiert hast, stat-technisch 7 Schäden rot, 2, 6. Boah, der hat schon gut Strike Attack, Mann. Blast Attack auch nicht schlecht. Solide, sag ich mal. Nee, ist nicht schlecht. Defense auch nicht schlecht. Er ist an sich ein Defense-Typus. Hey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Als Defense-Typus. Hey, das ist doch nicht dein Ernst. Gogeta als Defense-Typus hat einfach weniger Defense als Bojack. Das ist doch. Der hat sogar weniger Offensive, Mann. Was ist das für ein Leben? Hä? Jetzt mal völlig egal, was da drauf hat. Einfach von den Stats. Was ist das? Was ist das? Das triggert mich schon ein bisschen jetzt tatsächlich. Nach der Transformation mit der Main Ability heilt er sich um 30%, bekommt 50 Ki, 30% zugefügte Schaden für 10 Zeiteinheiten. Dann bekommt er folgende Effekte je nach Kampfmitglieder bei 2. What? Bei 2 Kampfmitgliedern bekommt er Künstlerkarten Zielgeschwindigkeit. Eine Stufe ab 10 Zeiteinheiten. Bei einem. 2 Stufen ab für 10 Zeiteinheiten. Wow, okay. 15% zugefügte Schaden für Saiyajin und oder Super Saiyan. Dann ja, logischerweise bekommt er das, wenn er halt sich transformiert. 20% zugefügte Schaden für Verbündete, Kinoversion Saga und Powerful Opponents. Er selbst bekommt dann 70% zugefügte Schaden, kann man nicht eliminieren und 30% Damage Reduction und minus 5 für seine Künstlerkartenkosten. Dann tut er ja Rise Rush, wenn er Rise Rush kassiert, 5 senken. Die Subcounts von Verbündeten gibt hier immer noch den Debuff für die Gegner. 5 Kosten ab für Schlag- und Fernangriff für 10 Zeiteinheiten. Und bei Cover Change bekommt ihr an der Stelle 30% Damage Reduction, bis die Combo endet. Gibt hier an der Stelle dem Gegner 3 Subcounts drauf und 40% bekommt er zugefügter Schaden für 15 Zeiteinheiten, nachdem der Angriff vorbei ist. Also im Idealfall willst du ihn halt in den Deckungswechsel reinbringen. Okay, er hat zwar hohe jetzt angesetzt, aber. Ja, gut, 70% zugefügte Schaden kombiniert damit sind 110%. Also, mich triggert es gerade immer noch, dass er einfach mehr Offensive und Defensive hat als ein LF Gogeta, Mann. Wow, okay, krass. Keiner weiß, keiner weiß, keiner weiß. Wow, grüne Karte kann man anhängen, okay? Und zwar, wenn du das zum einen aktivierst, bekommst du 40 Ki, 25% zugefügte Schaden für 10 Zeiteinheiten. Und dann hier noch an der Stelle das mit dem Sustain Cut Damage, dass er das so minus 25% senkt vom Gegner. Er bekommt einfach hier nochmal 25% zugefügte Schaden hinzu, man für 10 Zeiten. Krass. Und dann kannst du Strike Blast, blaue Karte und grüne Karte ranhängen tatsächlich. Und das Blast Armor. Okay, Fernangriffspanzerung. Hä? Oh, krass. Was ist das? Regt mich schon auf, Alter. Das ist ein 1% Charakter. Das ist im Prinzip geil, aber. Einfach mehr. Einfach bessere Stats als. Gogeta oder was? Super Saiyan Trunks. Auch 1% Charakter hier an der Stelle. Ist ein Schlagangriffstyp. Stats sind hier folgende. Okay, ja, so ein ja, normales Stats, sag ich mal. Main Ability zieht seine blaue Karte. Bekommt 50 Ki. 20% zugefügter Schaden für 15 Zeiteinheiten. Bekommt Künstlerkarten Zielgeschwindigkeit für 20 Zeiteinheiten. Unique Abilities. Bei Kampfantritt bekommt er 80% zugefügter Schaden, kann man nicht sacken, bekommt Damage Reduction von 25% für 15 Zeiteinheiten. Und wenn dieser Charakter besiegt ist, gibt er folgendes, also er hat einen Death Buff, tut Hybrid Saints deren HP um 10% erhöhen, 25% zugefügter Schaden für Kinoversion Saga Charaktere. Okay, leider nur Kinoversion Saga. Mann, okay. Ja, Hybrid Saints wäre geil gewesen. Dann macht er folgendes bei Deckungswechsel, Damage Reduction von 20% bis die Combo endet
und gibt einen Debuff für die Gegner 10 plus 10 Kosten für ihre Karten für 5 Zeiteinheiten und gibt noch hier an der Stelle, beziehungsweise bekommt er selbst nochmal folgenden Effekt, wenn sein HP 75% und drunter ist, nachdem der Angriff vorbei ist. Haltet sich um 15%, 30% zugefügter Schaden, 40% Key Recovery und tut an der Stelle Downgrades und Abnormal Conditions canceln. Schlagangriff ist normal, Fernangriff haltet sich um 10 Key. Blaue Karte macht Massive Impact Damage, bei Aktivierung bekommst du nochmal 20% zugefügten Schaden von einem also Special Move Damage ab im Prinzip für 3 Zeiteinheiten und minus 5% zu gegen Sustain Damage Cut des Gegners. Hat auch eine Fernangriffspanzerung, grüne Karte, gibt sich 20 Key. Tut alle eigenen Karten zerstören und zieht zwei neue. Ist nicht schlecht, weil er noch 20 Key bekommt. Wenn die grüne Karte der letzte Karte ist im Prinzip, bekommst du einfach zwei Karten und 20 Key. Und 25% zugefügte Schaden für 10 Zeiteinheiten. Okay. Was gibt er hier? Strike Attack und Strike Defense. Kinovision-Saga und Hybrid-Zane kommt hinzu. Oh, da kommt noch hinzu für Kinovision-Saga und zugleich Hybrid-Zane-Charaktere nochmal 15% Strike Attack. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Leute, Extreme-Charaktere, dieser Goku ist crazy gut für einen Extreme-Charakter. Der ist krass gut. Was ist, guck mal, nach der Transformation hat er 281.000 Strike-Attack, ist sein Ernst, ist ein Strike, also schlagangstorientierter Charakter. Ich gehe noch kurz über den Boy drüber, die anderen Extreme-Charaktere könnt ihr euch gerne in Ruhe angucken, sonst geht das Video übertrieben lang. Mit der Main-Ability transformiert sich zu Full-Power-Goku, bekommt 20% HP, 50 Ki. Du zerstörst all deine Karten, ziehst 4 neue. Wow, krasse Main-Ability. Dann bekommst du folgende Effekte. Bei Kampfbeginn 30% zugefügte Schaden, nicht transformiert. 50% Key-Recovery, 50% Vanish-Gorge-Recovery, also Verschwinden-Leist-Recovery. Krass. Dann bekommst du noch folgendes. 60% zugefügte Schaden gegen Hybrid-Zane. 60% gegen Hybrid-Zane. Damage-Reduction 30% gegen Hybrid-Zane, okay. Und bei Kampfantritt 40% zugefügte Schaden für 15 Zeiteinheiten, Damage Reduction von 30% für 15 Zeiteinheiten, minus 5 für Strike Attack Kosten für 15 Zeiteinheiten, Schlagangriff, Fernangriff ist normal, blaue Karte macht Slice Damage, gibt an der Stelle 20% Slice Damage, Schaden für den Gegner, Debuff und für 15 Zeiteinheiten hat Fernangriffspanzerung. Grüne Karte, ziehst eine Karte tatsächlich und gibst den Gegnern Debuff, 20% Slice und Pierce Damage Schaden. Plus natürlich für 30 Zeiteinheiten. Double Schlagangriff nimmt er mit. Sie-Fähigkeit. Oh mein Gott. Er gibt Leben für Kinovision-Saga und Heraklan Strike Attack. Oh, ein richtig guter Extreme-Charakter, Mann. Ja, ist halt die Sache, aber er spielt halt nur in Kinovision-Saga oder halt Heraklan. Jetzt passt man auf nach der Transformation. Absurde offensive Schlagangriff. 281.000, das ist doch nicht dein Ernst. Dann Main Ability, ziehst die blaue Karte, bekommst 50 Key, 30% für den nächsten Special Move Damage Schaden. Unique Ability bekommt er folgendes bei Transformation: 40% zugefügter Schaden für 60 Zeiteinheiten, 50% Key Recovery bei. Wenn es Charakter ist defeated. Oh, hat er noch einen Death Buff nach der Transformation und zwar gibt er. Kein Switch, no Switching für 5 Zeiteinheiten für alle Gegner und gibt einen Debuff 30%, dass sie 30% mehr Schaden bekommen für 15 Zeiteinheiten der Gegner. Dann bekommt oder hat immer noch 6% mehr Schaden gegen Hybrid Zane, Damage Reduction gegen Hybrid Zane 30%, bei Kampfantritt 40% zugefügte Schaden für 20 Zeiteinheiten, Damage Reduction 30% für 20 Zeiteinheiten, minus 5 auf seine Kosten, auf seinen Strike Attack für 20 Zeiteinheiten. Wow, zusätzlich dazu noch, wenn der Gegner ein Hybrid Zane Charakter ist, dann gibt er einfach. Dann setzt ihn einfach fest. Bis zu zweimal. What? Okay, krass. Blaue Karte, okay, mehr oder weniger gleich, schätze ich, denke ich. Grüne Karte plus 30% zugefügter Schaden für 10 Zeiteinheiten bei Aktivierung. Und dann bekommst du noch hier 70% auf dein Vanishing Gorge, auf deine Verschwindenleiste zurück. What? Inflict Enemy with Force Switching. Also tut er den Gegner auswechseln im Prinzip. Hat eine Fernangriffspanzerung. Goku als Extreme-Charakter ist wirklich crazy gut, so ist nicht. Bekommen wir noch andere weitere Extreme-Charaktere, Freunde, schaut euch das Ganze gerne in Ruhe an. Ich setze auch den Link in der Beschreibung, sonst geht es wie gesagt allzu lang, ist ein Support-Typ. Ey, keine Ahnung, was soll ich sagen, also... Krass, auf Korn bin ich sehr drauf gespannt. Auf Korn bin ich sehr drauf gespannt. Der ist ein Supporter, ja? Crazy, bis zu 3x10% Heal für... Alle Verbündeten gibt Strike Attack und Heraklan hat noch einen zusätzlichen Zugschaden, 20%.
Er hat einfach eine kombinierbare grüne Karte, ey. Hä, okay, ich bin gerade ein bisschen baff, man, ganz ehrlich, wegen Gohan und Bojack. Vor allem, dass Bojack als defensiver Charakter einfach dahergetanzt kommt, dieses Phalanges-Typ. Und einfach bessere Stats, jetzt unabhängig davon, was er drauf hat. Er hat einfach bessere Stats als LF4 Gogeta. So legit, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ihr lasst mich gerne wissen, wie ihr die Charaktere findet, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, lasst mal gucken, was der Zettel so drauf hat. Ganz kurz. Aber ja, lasst mich im Endeffekt wissen, ey. Wird oder ist Gohan besser als LF Samas und LF Gogeta? Bei Gogeta kann ich sagen, dass ich mir auf jeden Fall schon einen Eindruck habe. Bei Samas eigentlich auch. Ob er mit der Senkai-Meta mithalten kann. Ich meine, die Utility ist crazy von ihm mit dem Revive. Schaden wird auch gut definitiv machen. Es kommt aber bei den Senkai-Charakteren immer drauf an, auf was für eine Sterne man den Boy jetzt auch hat. Ne? Also, mir wird es auch sehr wichtig sein, wie er auf zwei Sterne performen wird. Jedenfalls, Freunde, so viel zum heutigen Video. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.